Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine Themennacht und das Thema heißt Sex hat mein Leben zerstört. Gab es in eurem Leben schon einmal ein Vorkommnis, ein sexuelles Vorkommnis, aufgrund dessen ihr sagt, danach hat sich alles verändert. Mein Leben ist, wenn nicht zerstört, aber sehr erschüttert. Es ist nach dieser sexuellen Handlung nicht mehr so, wie es vorher war. Hätte ich es bloß nicht getan. Also wenn ihr mir über so etwas erzählen wollt und ihr Lust habt, euch mit mir darüber zu unterhalten, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 220 5051 oder mailen unter domian@wdr.de. Nadine ist die erste Anruferin heute Nacht zu unserem Thema. Nadine ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Nadine. 17 Jahre alt und du rufst an zum Thema Sex hat mein Leben zerstört? Ja, genau. Warum? Das war vor 2 Jahren, da hatte ich eine Vergewaltigung hinter mir. Mhm. Und es führte hinterher auch zu einer Schwangerschaft. Und der Vergewaltiger war damals mein bester Freund. Wir waren wie Geschwister. Mhm. Ich hatte gestern jemanden, der eine junge Frau, die fast dasselbe erzählte. Das ja. War auch der beste Freund, die war 15 Jahre alt und sie wurde auch schwanger dadurch. Oh. Ja. Erzähl mal was zu der Beziehung zwischen dir und diesem besten Freund. Wir waren nachmittags bei ihm, das war schon spät Nachmittagabend, mhm. Und wollten einfach nur ein Video gucken und es lief auch alles wie geplant und dann wollte man mehr und ich habe versucht, ihn wegzustoßen und ich habe ihm gesagt, dass das nicht geht und ich wäre noch viel zu jung, habe ich zu ihm gesagt. Und ich habe ihm auch gesagt, dass er für mich wie ein Bruder ist, nur er wollte nicht auf mich eingehen. Und dann führte es hinterher zu der Vergewaltigung. Wie alt war er damals? Er war damals 17. Ja. Wie lange warst du mit ihm befreundet gewesen schon? Also wir kannten uns schon aus der Schulzeit, mhm. Also schon länger. Mhm. Dann ist es zu dieser Vergewaltigung gekommen und dann auch zu einer Schwangerschaft. Ja. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Ich habe das dann in der 14. Woche erfahren, mhm. Mit der Schwangerschaft. Mhm. Und ich wollte das Kind auch irgendwo behalten. Mhm. Und mit Frauenarzt war ich natürlich erstmal ganz erschüttert. Und danach habe ich auch das behalten und alles. Und bitte, wir haben immer so kleine Unterbrechungen in der Leitung. Sag nochmal, du hast das Kind behalten. Ja, ich habe das Kind hinterher behalten. Ja. Und es ist für mich heute ist das ein komisches Gefühl, wenn ich mein Kind angucke und dann sehe ich irgendwo noch seinen Erzeuger, also seinen Vater. Ja, ja. Das Kind ist jetzt 2 Jahre alt. Ja, es ist 5. Monate. Ja. Was ist es? Ist ein Junge, Mädel? Ist ein Junge. Ein Junge. Wie war das denn für dich während dieser Schwangerschaft? Ich könnte mir vorstellen, dass diese Schwangerschaft auch für dich schwierig und unangenehm war. Ja, es war ziemlich unangenehm für mich. Ziemlich. Denn ich musste immer da wieder daran zurückdenken und ich komme auch heute noch nicht so ganz damit klar und ich weiß auch nicht, wie ich jetzt dem Vater gegenüberstehen soll. Mhm. Weil wir wohnen im selben Ort und... Ich gehe nochmal zurück, als es passiert war. Du hast es erst sehr spät bemerkt, dass du schwanger bist. Ja. Das heißt, eine Abtreibung wäre da schon, wenn ich jetzt gerade die Zahl richtig in Erinnerung habe, wäre gar nicht mehr möglich gewesen. Nee, es war in der 14. Woche. In der 14. Woche. 14. oder 15. Woche war das. Hättest du es denn getan, wenn es noch möglich gewesen wäre? Ich wäre mir nicht ganz sicher gewesen. Mhm. Ist auch jetzt sehr schwer, glaube ich, zu beantworten, die Frage, wo das Kind da ist. Und ja. Wie haben denn deine Eltern damals reagiert? Ja, ich habe das meinen Eltern erzählt, dass es eine Vergewaltigung war. Mhm. Und meine Eltern wollten erst nicht glauben. Mhm. Haben sie es dir denn dann geglaubt?
Nee, haben sie nicht. Glauben sie mir bis heute nicht. Das heißt, da ist niemand, der dir diese Version, sag ich mal so, abnimmt. Ich habe mittlerweile wieder eine beste Freundin, der erzähle ich, habe ich das erzählt, und aber sie glaubt mir. Sie glaubt dir? Ja. Bist du denn dann bei deinen Eltern gewesen und geblieben mit dem Kind bis heute? Nee, ich habe mittlerweile meine eigene Wohnung, aber bis März dieses Jahr habe ich noch bei meinen Eltern gelebt. Und der, ich sage es mal, der Erzeuger, der hat das dann ja auch mitbekommen, dass du schwanger wurdest. War ihm klar, dass es aus dieser Vergewaltigung resultierte? Er streitet das bis heute noch ab, dass er nicht der Vater sein könnte. Und das heißt, du hast mit ihm darüber gesprochen? Ja. Wie hat er sich denn jetzt in den letzten Zeiten oder überhaupt danach dir gegenüber verhalten? Mir gegenüber eigentlich sehr freundlich. Aber er hat das Kind auch noch nicht gesehen, möchte er auch nicht sehen. Freundlich heißt, dass ihr ab und an Kontakt habt oder gar keinen Kontakt mehr? Ja, er grüßt mich. Nur ich weiß jetzt nicht, ob ich zurückgrüßen soll oder nicht. Und Jetzt glaube ich, gibt es ja zwei Problemebenen. Ne? Einmal das Problem, wie du sagst, er wohnt auch noch in deiner Umgebung. Wohnt er, ne? Ja. Wie verhältst du dich ihm gegenüber? Und das andere ist das Kind. Ist es dir denn gelungen, heute, also bis heute, eigentlich dieses Kind, ich sag's erstmal so, zu akzeptieren und anzunehmen? Er will das nicht glauben, dass das sein Kind ist. Er glaubt mir das einfach nicht. Nee, meine Frage galt auch dir. Hast du das Gefühl, das Kind richtig zu akzeptieren und anzunehmen? Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, da ist eine Herzensbindung da, eine Gefühlsbindung. Du kannst das Kind auch streicheln und zärtlich zu ihm sein, es geht alles. Ja, das geht alles. Ja. Das heißt ja, die Sendung Sex hat mein Leben zerstört. Ja. Und ich kann seitdem keinem Mann mehr so richtig in die Augen gucken. Gab es denn seitdem schon nochmal eine Annäherung an einen anderen Mann? Nein, gar nicht mehr. Gar nichts mehr. Du bist ganz, kümmerst dich um dein Kind. Und was machst du sonst noch? Gehst du zur Schule oder was machst du? Nee, ich gehe nebenbei ein bisschen kellnern. Ah ja. Jetzt ist das natürlich so eine ganz, ganz, ganz widersprüchliche Sache. Sex hat mein Leben zerstört, aufgrund dessen, was passiert ist. Wiederum ist jetzt ein Kind da, was für dein Leben wichtig ist, ne? Was du auch lieb hast, wie du es gerade gesagt hast. Aber es ist alles halt, von beiden Seiten ist halt alles da jetzt, ne? Ich würde übrigens an deiner Stelle den nicht mehr zurückgrüßen, wenn du so ein schlechtes Gefühl, was nun nachvollziehbar ist, nachdem was geschehen ist, gibt es keinen Grund, warum du diesen jungen Mann grüßen sollst. Gab es denn mal eine Überlegung, dass du ihn anzeigst? Nee, eigentlich nicht. Warum nicht? Denn ich kam eigentlich immer gut mit ihm klar und wenn das halt nicht passiert wäre und irgendwas anderes passiert wäre, denke ich mal, wollte ich, dass wir heute auch noch irgendwie eine Freundschaft miteinander haben. Na gut, wenn und aber und hin und her, aber nun ist es nochmal passiert und es ist etwas sehr Schlimmes passiert. Ja. Hast du denn, vermutlich nicht, ich frage dich mal, du hast danach nie mal mit einem Berater, mit einer Beratung Kontakt gehabt, mit einem Psychologen? Nein. Denn es ist sehr schwer für mich, darüber zu reden. Sehr schwer. Aber es gelingt ja jetzt auch, darüber zu sprechen. Ja, mit viel Mut und... Ja, aber es ist doch schon mal eine tolle Sache, schon mal ein Fortschritt, finde ich. Ich finde ganz wichtig, Nadine, dass du zu einem Psychologen gehst. Ich finde das ganz wichtig für dich selbst, damit du eine Chance hast, dieses zu verarbeiten, was da passiert ist. Das kann man nicht alleine, das kann man auch nicht in deinem Alter, das kann man einfach nicht. Ja. So, und alles Weitere, was daraus dann resultiert oder was dann weiter geschehen soll, das kann dann in einer solchen Therapie natürlich auch besprochen werden. Ob du dir vielleicht nochmal irgendwann anzeigst, wie ich ihm gegenüber verhalten sollst und so weiter. Aber ich finde, dass so eine professionelle Hilfe und Betreuung ganz wichtig wäre. Ja. Und dass du eben auch irgendwann wieder ein normalisiertes Verhältnis zu einem Mann entwickeln kannst und dass du dich vielleicht auch nochmal verlieben kannst und dass du dich verlieben kannst. Das finde ich so wichtig. Möchtest du das? Ja,
würde ich schon gerne, nur... Ja, aber im Moment ist alles blockiert, ne? Ja. Mhm. Halt durch diese Situation damals. Ja. Siehst du, und so eine Blockade kann man in der Regel nicht alleine aufbrechen. Das schafft man nicht. Ich möchte mal, dass du mit meinem Psychologen jetzt noch weiterredest. Ja. Und der gibt dir dann auch noch weitergehende Ratschläge. Ja. Ist das okay? Ja, ist okay. Der Psychologe heißt Peter. Ja. Du rufst, du legst auf und der Peter ruft dich an. Ja, ist okay. Okay, alles Gute, Nadine. Ja, danke, Domian. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt, Sex hat mein Leben zerstört. Und ich möchte gerne mit euch reden, die ihr irgendwann mal eine sexuelle Handlung vollzogen habt, die ihr im Nachhinein sehr bereut, sofern ihr sie angestoßen habt, oder über die ihr im Nachhinein denkt, oh Gott, wäre es bloß nicht passiert, oder was hat man mir angetan, so wie beispielsweise jetzt im Fall von Nadine. Sex hat mein Leben zerstört oder das Leben vielleicht sehr erschüttert oder vielleicht in eine ganz andere Bahn gebracht. Vielleicht habt ihr euch eine sehr schwere Erkrankung geholt durch einen sexuellen Akt, durch eine sexuelle Handlung. Oder vielleicht habt ihr aufgrund einer sexuellen Handlung eure Liebe verloren und euer ganzes Lebensumfeld durcheinander gebracht oder gar auch zerstört. Also, wenn ihr mit mir darüber reden wollt, 0800 22 050 50 oder ihr meldet auch unter domian@wdr.de und wenn ihr meldet, bitte unbedingt die Telefonnummer draufschreiben. Marcel, 35 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo Marcel. Ja, ich habe damals vor 3 Jahren einen großen Fehler gemacht. Ja. Und habe mit der Frau meines Chefs geschlafen. Mit der Frau des Chefs, das ist heikel. Das ist sehr heikel. Mhm. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, wir haben auf einer Weihnachtsfeier von der Firma aus, haben wir uns näher kennengelernt und haben den ganzen Abend quasi miteinander geredet. Ja. Und sie hat mir einen Zettel zugesteckt, wo halt die Adresse des Hotels drauf stand, in dem sie mich treffen wollte. Mhm. Und ich bin da in meiner ganzen Dummheit hingefahren. Das heißt, du kanntest die Frau vorher gar nicht? Doch, ich hatte sie vorher natürlich auch gekannt. Wir hatten uns fast jeden Tag gesehen. Ja, ach so. Aber da kam es dann durch diese Weihnachtsfeier zu einer besonderen Annäherung. Oder man hat miteinander geredet und es war persönlicher. Genau. Mhm. War der Chef bei der Weihnachtsfeier auch dabei? Ja, vermutlich schon, ne? Der war auf der Weihnachtsfeier auch dabei. Der hat sich aber anscheinend zu dem Zeitpunkt noch nicht dabei gedacht. Er hat das gar nicht so registriert wahrscheinlich. Denke ich auch. Es waren, wie gesagt, also die Belegschaft waren vielleicht 50 Leute, die da waren oder mehr noch. Mhm. Und da ist das vielleicht auch gar nicht so aufgefallen. Dann musste sich ja auch um die anderen Leute kümmern. So, jetzt hat die Dame dir eine Telefonnummer und die Adresse von dem Hotel zugesteckt. Genau. Wieso wohnten die eigentlich in dem Hotel? Nee, die wohnt nicht da, die wollte mich da treffen. Ach so. Also so gezielt organisiert das Ganze. Ja, wir hatten uns darüber unterhalten und ich hatte ihr auch gesagt, wie toll ich sie finde und es war auch eine Menge Alkohol im Spiel. Mhm. Und dann hat sie mir ins Ohr geflüstert und hat halt mir die Nummer zugesteckt und hat zu mir gesagt, ich soll sie da treffen und da bin ich dahin gefahren. Und es ist dann auch passiert? Da ist es passiert. Und das Ganze ist aber dann irgendwann aufgeflogen? Ja, das ging etwa 3 Monate lang so. So lange? Ja, wir haben uns auch bei mir zu Hause getroffen. Mhm. Und irgendwann kam ich in die Firma und der Chef stand mit einem zornigen Gesicht vor mir und hat mich darauf angesprochen. Ja. Und daraufhin wusste ich erstmal gar nicht, was ich sagen sollte. Und nachdem er mich da richtig zugesetzt hat, habe ich ihm das alles gebeichtet. Mhm. Und noch in der nächsten Stunde lag die Kündigung bei mir auf dem Tisch und ich habe da auch gar nicht weiter nachgehakt. Habe die Kündigung genommen, habe sie unterschrieben und habe die Firma verlassen. Ja. Wie hatte er denn überhaupt davon Wind bekommen von der ganzen Sache? Also ich weiß es bis heute noch nicht so richtig. Ich hatte auch keinen Kontakt mehr zu der Frau bis jetzt. Mhm. Und ich denke mal, dass er das irgendwie mitgekriegt hat. Ich meine, man bekommt sowas ja mit als Mann. Nicht unbedingt, aber natürlich kann alles auch irgendwie durchsickern. Also du weißt es im Klartext nicht, wie es rausgekommen ist. Im Klartext nein. Ja, so. Das wäre ja dann krass und wirklich ein Schock. Er hat es rausbekommen, die Blamage und die Kündigung lag auch sofort auf dem Tisch. Du hast unterschrieben und warst sofort raus aus der Firma. Ich bin sofort gegangen. Ich war natürlich auch total konfus und ich wollte nur noch weg. Ja. Das Ganze ist jetzt liegt 3 Jahre zurück. 3 Jahre, ja. Ja.
Bist du seitdem arbeitslos? Ich bin seitdem arbeitslos. Ich lebe bei meiner Mutter und habe die ganze Zeit von meinen Ersparnissen noch gelebt, die ich hatte. Mhm. Und mittlerweile ist alles verbraucht und ich habe auch noch mal versucht, Arbeit zu finden. Ja. Aber was hast du denn da gemacht? Was war das für ein Job? Ich habe im Büro gearbeitet, als Büroangestellter. Ja. Und auf jeden Fall, ich hatte auch ein großes Haus gehabt und das musste ich alles verkaufen, weil ich war auch verheiratet. Ja. Achso, du warst währenddessen auch noch selbst in einer Beziehung. Ich war verheiratet. Ach du lieber Himmel, das auch noch. Ja. Das meine Frau natürlich, die hat mich natürlich auch verlassen. Weil du dann erzählt hast, was passiert ist und du hast ihr dann alles gebeichtet. Genau. Ich habe gedacht, ich kann mit meinem Gewissen und mit meiner Frau ins Reine kommen, aber der Schuss ist kräftig nach hinten losgegangen. Also das muss man sich ja vorstellen. Der Chef hat es rausbekommen. Du fliegst aus der Firma raus, Kündigung. Du beichtest deiner Frau in der Hoffnung, dass es dir vielleicht vergibt. Genau. Daraufhin bricht aber auch die Ehe zusammen und du verlierst deine Frau auch noch. Ja. Und aufgrund des verlorenen Jobs verliest du auch noch dein Haus, was du dir gekauft oder gebaut hast oder wie auch immer. Nee, das war gemietet schon, aber meine Frau hat natürlich ein zweites Einkommen dazu gesteuert. Achso, dann konntest du das nicht aufrechterhalten. Und alleine konnte ich das nicht bezahlen, natürlich. Ja, da passt das ja richtig in unser Thema, ne? Sex hat mein Leben zerstört. War es denn wirklich reiner Sex oder warst du verliebt in die Frau auch? Es war eigentlich, wirklich nur der Sex. Also ich habe meine Frau schon geliebt, aber in dem Moment hat alles ausgeschaltet, weil sie war auch sehr attraktiv. Mhm. Aber dann macht man sich ja wahrscheinlich hinterher Gedanken, verdammt nochmal, nur wegen der Geilheit, hast du jetzt alles verloren, was dir lieb und wichtig war. Genau. Hattet ihr auch Kinder? Wir hatten einen Sohn, den das Sorgerecht hat sie übertragen bekommen. Und also noch ein schwerer Verlust für dich? Eigentlich ja. Ja. Hast du denn mit dieser Frau, mit dieser Affäre nenne ich es jetzt mal, hast du mit der nochmal hinterher Kontakt gehabt? Wie gesagt, seit dem Moment nichts mehr. Du hast es gerade gesagt, ja, es hätte ja sein können, dass doch irgendwie nochmal... Hat es dir denn nicht unter den Nägeln gebrannt, mit ihr dann nochmal zu reden? Oder? Ja, ich habe versucht, zu ihr Kontakt aufzubauen, aber sie ging weder ans Telefon noch... also wenn ich angerufen habe, war entweder ihr Mann dran und dann nach einer Zeit habe ich es auch gar nicht mehr versucht. Ja, und dann hast du wahrscheinlich aufgelegt, wie der Mann dran war. Genau. Ja. Auf wen hast du heute mehr Hass? Auf dich oder auf die Frau, dass die dich da verführt hat quasi? Ich muss ehrlich sagen, auf mich. Das ist auch richtig so, weil du bist ein erwachsener Mensch und du hättest es wissen müssen, dass das eine Sackgasse ist oder dass du da in höchste Gefahrenzonen reingerätst. Ja, hätte ich eigentlich wissen müssen. So, das Ganze liegt 3 Jahre zurück. Hast du denn sehr viele Anstrengungen unternommen, zumindest wieder einen neuen Job zu finden? Bis jetzt eigentlich, muss ich sagen, gar nicht, weil, wie gesagt, ich hatte jede Menge Geld noch mir erspart und habe davon auch noch eine Zeit lang gut leben können. Mhm. Aber mittlerweile ist das alles aufgebraucht und jetzt... Warum hast du dich nicht bemüht um einen neuen Job? Ich weiß auch nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Ich war auch sehr... Oder war das irgendwie so eine Art Depression auch, dass du dich einfach zurück... Ich war sehr deprimiert. Ich habe auch sehr oft mit dem Gedanken gespielt, das alles jetzt zu beenden, nachdem ich meine Frau verlassen hatte. Wie ist denn der Kontakt zu der Frau? Ihr müsst ja Kontakt haben aufgrund der Regelungen mit dem Kind. Ich sehe meinen Sohn 2-mal im Monat. Mhm. Und ansonsten mit ihr selbst habe ich wenig zu tun, weil sie mit mir eigentlich kein Wort wechselt. Wie lange warst du mit deiner Frau zusammen? 11 Jahre. 11 Jahre. Und war das erste Fremdgehen? Das war das erste Mal, ja. Und dann hat sie so hart reagiert. Ja. Da war nichts zu machen, da war nichts gerade zu diskutieren oder zu bitten. Oder ich habe ihr das alles erzählt. Nochmal eine Chance oder sowas, war nichts. Ja, ich hab ihr das alles erzählt, habe mich aufrichtig dafür entschuldigt, wobei ich erst sagen muss, so etwas gibt es eigentlich keine Entschuldigung. Mhm. Und dann, sie hat auch ganz ruhig da gesessen in dem Moment, wo ich ihr das erzählt habe. Mhm. Aber hinterher knallhart reagiert. Und dann hat sie da gestanden, hat ihre Koffer da stehen gehabt und hat gesagt, sie fährt jetzt zu ihrer Mutter. Hm.
lernst du aus doch dieser schweren Erschütterung deines Lebens? Wie bitte? Was lernst du aus dieser schweren Erschütterung deines Lebens? Ich weiß nicht so recht, was ich daraus lernen soll. Ich weiß auf jeden Fall, falls ich noch einmal eine Beziehung haben sollte, dass ich so einen Fehler niemals wieder machen würde. Ich wünsche es dir, Marcel. Ich wünsche dir auch, vielleicht ist das auch wichtig, dass du wieder einen Job findest, um auf andere Gedanken zu kommen. Als wenn du den ganzen Tag und seit 3 Jahren jetzt nur rumhängst und dich in deinem Unglück suhlst, sage ich mal, ein bisschen böse auch. Vielleicht ist jetzt auch jetzt wirklich die Zeit gekommen, wo du sagst, jetzt aber verdammt nochmal, es ist alles schlimm gelaufen, ich habe viele Fehler gemacht, aber indem ich nichts tue, wird es auch nicht besser. Ich muss jetzt mein Leben wieder ein bisschen in den Griff kriegen. Ich bin auch froh, dass ich mal mit dir darüber reden konnte. Ich gucke deine Sendung regelmäßig eigentlich. Ja. Findest du das denn eine gute Idee und einen guten Vorschlag, den ich gerade gesagt habe? Auf jeden Fall. Also ich werde mich bemühen. Denn du kannst ja nicht Zeit deines Lebens jetzt da sitzen und die Wunden lecken. Und das hast du getan die ganze Zeit. Ist ja vielleicht für einen gewissen Zeitraum auch okay. Ja. Aber irgendwann muss man auch wieder nach vorne gerichtet leben. Ja, ich hatte halt auch Unterstützung von ein paar Freunden, die mich dann immer wieder aufgebaut hatten. Aber so richtig was gebracht hat es auch nicht. Nee. Letztendlich muss man es dann selbst auch arrangieren, wie es dann weitergeht. Die Freunde können schon etwas helfen, aber... Ja. Lieber Marcel, auf dass so etwas nie wieder vorkommt, und ich wünsche dir, dass du doch jetzt den ersten Schritt machst in ein neues Leben und auch dann Fuß fassen wirst und Fuß fassen kannst. Ja. Alles Gute. Ich möchte die Freunde gerade nochmal schnell grüßen. Das ist der Marcel, die Melanie, der Felix und aus dem Internet ein Freund, der Fallen. Okay. Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt Sex hat mein Leben zerstört. Habt ihr aufgrund einer sexuellen Handlung schon mal oder irgendetwas sehr Schlimmes erlebt, das euch nachgeht, vielleicht bis heute? Wenn ja und ihr gerne mit mir darüber reden wollt, dann ruft an. Telefonnummer 0800 220 5050. Hinweis für morgen. Morgen sind wir schon um 23:45 im WDR Fernsehen. Und eine Stunde vorher könnt ihr anrufen. Und morgen haben wir eine freie Themennacht. Und das ist dann auch morgen unsere letzte Sendung vor der Sommerpause. Und dann gehen wir in die Sommerpause. Jetzt rede ich aber erstmal mit Christian. Und Christian ist 37 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo. Christian. Ja, Sex hat mein Leben zerstört. Insofern, also ich bin seit 2001 fasig, dass ich HIV-infiziert bin. Durch eben so eine Geschichte, dass ich sexuelle Fehltritte, also ich weiß nicht genau, wie ich mich infiziert habe. Aber du kannst es nicht genau rekonstruieren, da und mit dem ist es passiert, das geht nicht. Das geht leider, also gut, leider, das heißt leider, also das kann ich leider nicht mehr. Also ich kann zumindest mal sagen, ich habe 10 Jahre lang war ich verheiratet mit, glücklich mit einer Frau, und sie hat sich 1998 getrennt von mir. Ja. Aus der Beziehung ist ein Sohn heraus hervorgegangen, ist mittlerweile 12 Jahre alt, und der hat halt insofern, und ich habe nach der Scheidung eigentlich, die war 2000, so ein bisschen meine homosexuelle Neigung vielleicht mal ausgelebt und habe da halt auch mal erstmalig eigentlich so den Kontakt zu Männern halt auch aufgenommen. Und das heißt, die ganze Zeit während der Ehe bist du treu gewesen? Da bin ich eigentlich treu gewesen. Man hat so zweimal Fantasien gehabt. Vor der Ehe war mal so ein Kontakt in der Schule mal gewesen, aber das war auch nicht Festes. Und man hat eigentlich während der Ehe eigentlich immer mal dran gedacht und das eigentlich nach der Scheidung ausgelebt. Ja. Das heißt, definitiv hast du es dir dann geholt nach der Scheidung? Ja. Durch ein sehr exzessives sexuelles Leben in der schwulen Welt? Ja, also was heißt, über Internet halt Kontakte, also nicht jeden Tag oder auch nicht jede Woche, das ist halt, man hat mal auf den einschlägigen Internetseiten oder Kontakt zu verschiedenen, was heißt keine festen Beziehungen eigentlich, immer nur so halt wechselnde Beziehungen eigentlich. Also exzessiver Sex heißt, dass du mit ganz vielen Partnern Sex hattest, mit ganz vielen Männern Sex hattest. Also es ist gut, vielleicht ein, zweimal im Monat mit also das ist nicht so, dass man jede Woche, aber man hat schon öfter so die Fantasievorstellungen gehabt, gut, und weil es halt auch in der Szene so ist, dass man halt nicht
keiner eigentlich auf der Suche nach einer festen Beziehung eigentlich ist. So, das habe ich auch. Okay, also es gab viele wechselnde Partner. Ja. Ja. Auch besondere sexuelle Praktiken? Oder? Eigentlich normale, eigentlich, nein. Aber nun bist du ein ausgesprochen erwachsener Mann von 37 Jahren. Ja. Der über AIDS und Verbreitung von AIDS, gehe ich mal von aus, gut informiert ist. Ja. Wieso hast du dich nicht geschützt? Ja, das in dem Moment, ich meine, man geht, das schaltet, insofern schaltet das Hirn, hat vielleicht in dem Moment auch ausgeschaltet, und weil man sich denkt, jeder ist sich der Verantwortung vielleicht auch bewusst und man denkt sich, gut, wenn der eine, also man selbst ist nicht infiziert, so sind zumindest mein damaliger Kenntnisstand. Mhm. Und hast du gedacht, die anderen sind es auch nicht? So ungefähr und ziemlich blöd, ne? Natürlich. Ist es denn immer so gewesen, dass du ungeschützt Geschlechtsverkehr hattest, oder ist es nur ab und zu mal passiert? Das ist ab und zu nur mal. Also das ist gelegentlich, gab es auch, dass man mal auch Partner hatte, die sagten, na gut, halt nur safe und auch nur mit Gummi und das hat man dann auch akzeptiert. So, nun weißt du seit 2001, dass du HIV-positiv bist. Ja. Die Krankheit ist aber noch nicht ausgebrochen. Die ist noch nicht ausgebrochen, ja. Wie hast du das aufgenommen, als die Diagnose definitiv war? Ja, es kamen da mehrere zusammen. Also es war dann halt, dass da halt die HIV-Infektion, die war da eigentlich nur das i-Tüpfelchen auf dem Ganzen. Ich hatte also schon sehr an der Trennung auch zu knabbern und an der Scheidung und dann auch mit Vorenthaltung des Kindes. Also ich konnte meinen Sohn, kann ihn auch bis heute eigentlich nicht mehr sehen, nicht nur aufgrund der HIV-Infektion, sondern weil ich verschiedene Suizidversuche auch schon hinter mir hatte. Mhm. Also es gab rundherum sehr viele Probleme in deinem Leben. Und dann auch noch die Diagnose HIV-positiv. Ja, und dann kam, das war insofern, zeitweise hatte ich es als Erlösung irgendwo gefunden, weil ich mir dachte, gut, das ist jetzt eigentlich das, was du immer gesucht hast. Du hast irgendwo deinem Leben oder beziehungsweise du brauchst dann diesen ganzen Kampf oder dieses alles nicht mehr zu ertragen. Das ist jetzt quasi so eine Art Gottesurteil, dass halt dieses Damoklesschwert, jetzt brauchst du eigentlich nur noch zu warten, du brauchst dich jetzt gar nicht mehr selbst irgendwas anzutun. Oder ja, müsstest aber unter Umständen sehr viel Schlimmes ertragen, bis man dann gestorben ist. Ja, natürlich, aber aus dem Grund, ich meine, ich habe... Ich mag schon, dass du die Diagnose mit ambivalenten Gefühlen, sagen wir es mal so, aufgenommen hast. Ja, mit der, ja. Es gibt die meisten Menschen, die das erfahren, sind ja völlig geschockt und verzweifelt, aber es war bei dir dann eher so eine Mixtur von allen möglichen Gefühls. Ja, gut, mein Hausarzt, gut, der Arzt sagt auch insofern, ich hätte schon seit jeher eigentlich auch was sowas Selbstzerstörerisches in mir. Also das ist jetzt so, dass man auch im Leben halt mit Problemen halt immer davonrennt und so, ist 2003. Ja. Wie lebst du denn heute mit dieser HIV? Mit HIV-positiv? Ja, immer gut, man ist auf der einen Seite halt dieses Ambivalent, halt man ist irgendwo hängt man am Leben und geht natürlich. Du auch. Hängst am Leben. Ne? Nicht ein Mann hängt am Leben, du hängst am Leben. Ja, ich hänge richtig. Mhm. Ja, gut, das Leben ist insofern, es gibt natürlich viele schöne Seiten, aber wohl natürlich viele Ängste auch in der Welt sind und viele man nach außen natürlich auch so ein Bild aufrechterhält, gegenüber Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen, die von der Infektion nichts wissen, eigentlich nur enge Freunde. Eigentlich. Also enge Freunde wissen schon davon. Ja. Ist es wirklich so, dass du sagst, das hat dieser Sex, mein exzessives Sexverhalten, hat mein Leben zerstört? Ja, das ist insofern, weil das mich diese Krankheit, ich nehme, also jetzt seit 2 Jahren bin ich in Therapie und habe damit, also diese Tablettentherapie, weil die Blutwerte teilweise ziemlich schlecht waren und es ist halt alles, was halt momentan passiert, gesundheitlich auch, das führt man auf die Krankheit oder führe ich auf die Krankheit zurück. Auch wenn also es gibt nicht im Moment so eine Phase, dass du sagst, okay, ich hab die Krankheit, ich akzeptiere es auch, aber dennoch habe ich auch wieder neuen Lebensmut und neue Ziele. Das ist momentan was fehlt. Es bricht eigentlich alles in sich zusammen. Es ist das Kind geht weg. Es ist diese Krankheit. Die es ist im Rahmen von kinderpsychologischen Gutachten oder im Rahmen dieses Umgangsrechtsverfahrens, wo sich immer noch momentan betreibt, dass ich meinen Sohn auch mal wieder sehen kann, kommt halt natürlich auch diese Krankheit zur Sprache. Und dann ist natürlich heißt es gut. Das ist natürlich wieder ein Gefährdungspotenzial, wo Richter oder auch Gutachter sagen, ich merke schon, dass das natürlich
ein extrem runterziehen kann. Hast du noch Sex im Moment? Momentan nicht eigentlich. Momentan ist das, weil ja gut, ich habe das eigentlich auch gemieden, insofern, weil ich mich mir es gesundheitlich halt nicht so gut geht. Ja. Bist du in den letzten zwei Jahren oder im letzten Jahr, in der letzten Zeit in einer psychologischen Betreuung mal gewesen? Ich hatte unmittelbar nach der Trennung dann ich bin in psychiatrischer beziehungsweise nicht psychotherapeutischer Behandlung, sondern Psychopharmaka nehme ich und also du bist nicht in psychologischer Betreuung? Nicht in psychologischer Betreuung, weil mir teilweise dieses immer das Aufarbeiten, dieses Rumstochern in der Kindheit und irgendwelchen Problemen suchen und immer dieses Aufwühlen und Reden drüber, woher es denn kommt und Naja, nur gut. Also man kann da jetzt sitzen, ich sag's mal ganz böse, man kann da sitzen und sehr traurig sein über seinen Zustand. Ja. Man kann aber auch da sitzen und sagen, okay, es ist viel schief gelaufen, aber ich versuche das jetzt doch auch selbst in die Hand zu nehmen, noch das Beste draus zu machen, was jetzt ist, was die Gegenwart darstellt. Und da finde ich schon, dass man auch so einen Strohhalm nehmen sollte und es zumindest mal ausprobieren. Ja, und nicht mit so Klischee-Sachen kommen, mit Argumenten, ach, die stochern nur in der Kindheit und so. So ist es, so simpel ist es ja nur auch wiederum. Ja, aber ich meine, gut, ich weiß, dass es Selbsthilfegruppen gibt. Ich habe heute auch erstmal nicht gut, dann auf deiner Seite, auf der Homepage sind auch tolle Links, wo die habe ich heute erstmal nicht entdeckt, da gehe ich ja sicherlich auch mal nach. Aber es sind im Grunde genommen, können, beziehungsweise das Leben, letztendlich muss ich selbst in die Hand nehmen. Das ist, ja, natürlich. Aber man kann durch Hilfe von außen Hilfe und Unterstützung bekommen. Ja, das ist Sinn aller Therapie und das ist Sinn der Selbsthilfegruppe, das ist auch Sinn einer Freundschaft übrigens. Natürlich muss man letztendlich das selbst machen, das ist klar. Ja, aber es ist die Angst davor, diese Akzeptanz, ich meine, dieses Stigma der Krankheit, dieses in der Bevölkerung oder wie reagieren Freunde darauf? Christian, hast du gerade gemerkt, wie viel Mal du Ja, Aber sagst? Ja. Ne? Ich habe mehrere Vorschläge schon gemacht. Du sagst immer Ja, Aber und drückst das weg von dir. Ja. Du musst selbst auch ein bisschen wollen und nicht alles wegwischen. Ja, ich meine, mein Psychiater, ich meine, der mit den Medikamente, der teilweise immer verschreibt, der sagt, war ich letztlich erst noch gewesen, der sagt, ich bin seit 3-4 Jahren immer wieder und komme halt nach irgendwelchen Suizidversuchen oder nach irgendwelchen Krisen oder weil ich seit 2000 eigentlich schon unter Schlafproblemen leide auch und massiv eigentlich schon Schlaftabletten auch schlucke, die härtesten Sachen eigentlich schon und parallel eigentlich immer auch ja Tabletten halt dann sammle und was sagt der Psychiater? Um den Ausweg halt irgendwo zu haben, dass man immer mal sagen kann, gut, wenn die Krankheit jetzt schlimmer wird, du willst halt nicht diese Bilder, die man im Kopf hat, die willst du nicht durchmachen. Du willst dann immer noch eine Hintertür offen haben. Hattest du schon mal Kontakt zu einer AIDS-Hilfe? Habe ich auch gehabt. Das ist nur, ich hatte auch teilweise übers Internet auch Kontakt gehabt zu Personen, halt Menschen, die infiziert sind und die auch schon Schlimmeres durchgemacht haben. Also ich bin hier jetzt erst noch am Anfang und ich mache es mal einen Vorschlag. Ja. Ich möchte, dass du mit meinem Psychologen weiterredest. Ja. Mit dem Peter. Ja, ja. Und ich würde dich wirklich gerne sehr intensiv bitten wollen, Christian, dass du doch, ich sag mal, dich ein bisschen mehr öffnest für Hilfe. Und dass du nicht zu sehr abwehrst. Denn das aber ich kann nicht ausblenden. Weißt du, ich kann nicht sagen, auf der einen Seite, ich kann nicht mein Kind, ich kann nicht meine. Nein, ist mir völlig klar. Gut, aber das ist natürlich auch eine Sache, die man dann mit einem Psychologen auch gut handeln kann und bereden kann. Ja. Du legst mal bitte auf und der Peter ruft dich an. Okay. Alles Gute. Klar. Danke dir. Tschüss. Bis dann. Tschüss, Damir. Unser Thema heißt: Sex hat mein Leben zerstört. Und ich bin jetzt verbunden mit Andreas und Andreas ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Andreas. Grüß dich. Du sagst auch diesen harten Satz, Sex hat mein Leben zerstört. Ja, hat es auch. Erzähl mal. Und zwar habe ich vor einem Jahr meine, weiß nicht, ob ich jetzige Freundin noch sagen kann, kennengelernt. Und der Sex mit ihr war eigentlich wunderbar. Das war auch eine ganz dumme Geschichte. Eigentlich wollte ich nur eine Waschmaschine reparieren. Mhm. Ja. Und durch diese Sauferei, ich hatte früher auch Probleme mit Alkohol und habe 6 Jahre lang nichts getrunken und fing dann durch meinen Bruder an, den ich durch Leukämie verloren habe, dass ich dann auch wieder damit reingerutscht bin. Moment, das ist jetzt zu viel, jetzt komme ich ganz durcheinander.
Es geht um eine Freundin. Richtig. Mit der du wie lange zusammen warst? Bis jetzt noch ein Jahr. Also seit einem Jahr zusammen? Ja, ja. Und du sagst aber so, na, ich weiß nicht genau, ob ich jetzt mit der noch zusammen bin. Ja, weil wir uns ziemlich oft streiten, ne? Ja. Sexuell, muss ich sagen, habe ich gehört vom Bekannten jetzt, der hat mich mal ein bisschen aufgeklärt, der hat gesagt, Mensch, bummst die so gut oder was, ne? Dass du da nicht von wegkommst, weil ich mir Sachen geleistet habe, die er von mir gar nicht kennt, dass ich dann losgehe und dann wie so ein Tier da in der Kneipe aufräume, ne? Dass ich da also jemanden auf die Nase haue und solche Sachen. So, die Sendung heißt ja, Sex hat mein Leben zerstört. Ja, das ist es ja. Bisher habe ich erfahren, dass du eine Freundin hast, seit einem Jahr. Ja. Aber ich verstehe nicht, inwiefern Sex dein Leben zerstört hat. Was ist denn vorgefallen? Ich muss zugeben, so einen Sex, wie ich mit der hatte oder bis jetzt habe, habe ich mit noch keiner anderen Frau gehabt. So, und inwiefern passt das dann zu unserem Thema? Das passt eigentlich dazu, dass ich jetzt für anderthalb Jahre in den Knast gehen muss. Warum? Ja, weil ich einfach nicht von ihr loskomme und da sind so einige Dinge gelaufen. Wie gesagt, dass ich jemanden eigentlich, einen Unschuldigen dafür, die Nase so gebrochen habe, dass sie zweimal gerichtet werden musste. Aber was hat das mit dem Sex und deiner Freundin zu tun? Ja, weil ich abhängig von ihr bin. Aber deshalb, weil du abhängig bist, sexuell abhängig bist von deiner Freundin, gehst du raus in die Kneipe und haust irgendwelchen Männern die Nase platt, oder wie? Ja, wenn sie dabei sitzt, ja. Wenn sie dabei sitzt, um dich groß zu tun, oder was? Ich glaube, das ist es gewesen. Also ich bin mir selber nicht ganz sicher und das ist eigentlich, worüber ich mit dir sprechen wollte. Ne? Ja, aber du merkst, ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten, das alles zu verstehen. Ne? Ja. Tolle Frau, tollen Sex. Ja. Müsste man eigentlich glücklich sein. Eigentlich schon, aber du nicht. Du rastest irgendwie aus. Wie oft bist du ausgerastet? Zweimal. War das vor der Beziehung auch schon so? Nein, vor der Beziehung war das eben noch nicht so und das ist es ja. Ja, dann hast du gerade aber auch noch so ein paar Sachen gesagt von wegen Alkohol. Ist Alkohol auch im Spiel? Alkohol ist auch im Spiel, ja, und das ist es ja. Bist du Alkoholiker? Im Moment trocken, ne? Also trockener Alkoholiker. Ja, also Alkoholiker. Mhm. Also ich habe 6 Jahre nichts getrunken, bin wieder da reingerutscht und jetzt trinke ich wieder nichts mehr, ne? Ja. Also durch die Scheiße, die damals da gelaufen ist, also jetzt im November, wo ich dafür verurteilt worden bin, seitdem trinke ich dann auch nichts mehr, ne? Ja. Du bist wegen dieser Schlägerei, wegen dieser Aggressionsgeschichten, bist du verurteilt worden zu was? 1 Jahr und 6 Monate. 1 Jahr und 6 Monate. Und wann musst du rein? Ja, da habe ich noch keinen Stellungsbefehl gekriegt. 1 Jahr und 6 Monate. Wenn ich jetzt... Ich muss das jetzt nochmal fragen, weil ich das nicht verstehe, was das mit dem Sex von deiner Frau zu tun hat, deiner Freundin zu tun hat. Warum schlägst du anderen Leuten die Nase platt, wenn du tollen Sex mit deiner Freundin hast? Also ein Kumpel von mir sagte, Sex könnte man eigentlich überall bekommen, wenn man nur wollte. Ja. Aber im Prinzip, wie soll ich es erklären? Der Sex vorher war nicht so intensiv wie mit dieser Frau. Gut, das sind doch alles positive Sachen. Dann hast du die Frau getroffen und hast super Sex und lebst den Sex auch richtig aus. Das ist aber auch das Einzigste. Ich habe sie jetzt vor 2 Wochen habe ich sie einweisen lassen müssen wegen der Alkoholgeschichte. Da hat sie mir wiederum vorgehalten, sie wollte sich das Leben nehmen. Und da habe ich nebenbei mit ihr telefoniert und auf der anderen Seite habe ich das Handy in der Hand gehabt, habe die Polizei angerufen, dahin geschickt. Also diese Frau hat auch große Alkoholprobleme? Ja, verdammt große, würde ich sagen. Mhm. Und du würdest eigentlich ganz gerne von der Frau weggekommen sein, auch in der letzten Zeit schon? Ja. Bist es aber nicht, weil du so sexhörig ihr bist quasi. So ungefähr. Ah, jetzt kommen wir schon in der Sache auf die Spur. Mhm. Ja. Das wiederum hat zur Folge, dass weil da nur alles schief ist, eine Schieflage zu Hause, dass du jetzt auch ausgetickt bist, oder wie? Richtig. Wobei, das kann ich jetzt auch noch immer nicht richtig verstehen. Ja, heute Abend war ich auch noch bei einer Bekannten, mit deren Sohn ich früher zusammen zur Schule gegangen bin. Mhm. Und die hat das ganze Theater ja nun mal mitgekriegt. Ne? Da gab es heute schon wieder Theater. Sie liegt ja jetzt im Moment im Krankenhaus zur Entgiftung. Deine Freundin? Ja, meine Freundin. Und ich habe ihren Hund hier, ich erledige Bankgeschäfte und was nicht alles. Aber auf eine Art weiß sie aber auch ganz genau, dass es mir auf den Sender geht, dass ich da keine Lust mehr zu habe, weil es ständig irgendwo Streit gibt. Ne? Und aufgrund dieses Streites
hat sich so ein Zorn und Aggression bei dir geballt, dass du dann draußen auf andere Leute draufgeschlagen hast? Ja, so ungefähr ist das damals auch gelaufen. Ah ja. Was hast du eigentlich angerichtet da? Wie schwer hast du diesen Menschen verletzt? Ich habe ihm das Nasenbein halt so dermaßen gebrochen, dass das zweimal gerichtet werden musste. Und die Rippen waren halt ein bisschen geprellt. Ne? Mhm. Also ich habe da also richtig zugehauen. In dem Moment warst du aber nicht besoffen? Nee, in dem Moment war ich noch besoffen. Danach aber nicht mehr. Ne? Mhm. Also ich habe dann morgens mitgekriegt, was da gelaufen ist. Sie hatte mich noch angerufen, hat gesagt, Mensch Junge, was hast du für eine Scheiße gebaut? Mhm. Ne? Und dann habe ich dann gleich wieder aufgehört. Ja, letztendlich geschieht es dir recht, was jetzt passiert ist. Verstehe ich das selber. Müssen wir gar nicht drüber reden. Ja, ja. Und wenn du nicht Manns genug bist, von der Frau wegzukommen und dich dann so gehen lässt bei anderen Menschen und so ein Mist da baust, gehörst auch so bestraft. Punkt aus. Ja, gibt's gar nichts zu reden. Aber ich meine, dann hast du natürlich recht, dass es dann auch in das Thema passt, Sex hat mein Leben zerstört. Wenn gleich es jetzt auch kompliziert war, rauszukriegen, wie die Zusammenhänge da waren. Aber ich habe es jetzt verstanden. Dann hoffe ich, dass für dich diese Zeit schnell rumgeht und du vor allen Dingen daraus lernst. Ja, ich habe daraus gelernt. Ich hab jetzt mich auch schon? Bei dem, ja klar, ich habe mich bei dem Mann entschuldigt. Ich habe gesagt, Mensch, scheiße gelaufen, was kann ich machen oder so. Ne? Mhm. Hab auch die Tür, die dabei kaputt gegangen ist, die habe ich auch sofort bezahlt und habe gesagt, komm, das bringe ich wieder in Ordnung. Ja. Und mehr konnte ich halt nicht tun. Ne? Ja. Weiß ich nun mal, ich habe mir dafür einen Elfmeter kassiert. Und was soll ich jetzt noch machen? Ne? Bloß ich komme von dieser Frau einfach nicht los. Ne? Und du kommst ja zwangsläufig erstmal davon los, indem du in den Knast gehst. Dann bist du ja schon mal weg von ihr. Und mal sehen, wie die Welt danach aussieht. Letztendlich müsstest du daraus aber auch die Konsequenz sehen, wenn du den Zusammenhang siehst, dass das mit der Frau dass es zusammenhängt mit der Frau, dass du dann aber auch eine Entscheidung fällst, letztendlich. Ja, ist trotzdem schwierig, ne? Ja. Andreas, alles Gute. Ja, okay, danke. Tschüss. Jo, tschüss. Susanne, 16 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Susanne. Ja, und zwar geht es um Folgendes, mein Ex-Freund hat mich vergewaltigt. Wir waren 7 Monate lang zusammen, das ging bis August letzten Jahres und danach hatten wir auch oft noch Sex, weil es einfach gut geklappt hat und weil wir uns auch so gut verstanden haben. Mhm. Ja, und im April diesen Jahres hat er dann halt eine neue Freundin gehabt. Wir haben uns trotzdem noch getroffen, wir hatten auch noch Sex, aber irgendwann war es mir einfach zu viel. Mhm. Ich habe meine Sachen zurückverlangt, weil es auch immer mehr Streit gab. Ja, und dann bin ich halt mit ihm in seinen Garten gefahren, weil da noch viele Sachen von mir lagen und da hat er mich vergewaltigt. Wie ist das denn da abgelaufen? Ja, wir waren da, wir sind ins Schlafzimmer gegangen und weil da halt ein paar Anziehsachen von mir lagen und da hat er mich aufs Bett gestoßen. Ich habe zuerst gesagt, hör auf, weil ich dachte, er macht Spaß oder so. Mhm. Ja, und dann hat er nur noch gesagt, naja, du willst es doch auch und ich konnte mich einfach nicht wehren und dann ist es halt passiert. Wie ist das denn dann passiert? Ja, er hat mich ausgezogen und hat meinen Oberkörper dabei runtergedrückt. Mhm. Ja, und dann ist er halt in mich eingedrungen und... Hast du dich gewehrt dabei? Ich habe mich auf jeden Fall gewehrt, aber ich hatte keine Kraft. Ich hatte einfach keine Kraft. Hast du gerufen? Ja, aber das ist ziemlich sinnlos da, weil die Gärten alle weit auseinander stehen. Ah ja, hat er dir wehgetan? Hat er dich irgendwie auch gewürgt oder die Arme gepresst oder irgend so etwas gemacht? Er hat auf meinen Oberkörper gepresst und ich hatte auch einige blaue Flecken. Mhm. Aber sonst ist eigentlich nichts weiter passiert, sonst hat er mich eigentlich nicht weiter verletzt. Ja, also und du hattest nicht zumindest keine irgendwie so wirklich Todesängste, dass er dir die Luft abdrückt oder so, weil du... Nein, auf gar keinen Fall. Ich kannte ihn gut genug. Mhm. Mhm. Ja, und kurz bevor er gekommen ist, konnte ich ihn noch wegstoßen. Mhm. Und eigentlich wollte ich wegrennen, aber es ging wirklich nicht, weil sein Garten wirklich total außerhalb liegt. Ja. Und er musste mich halt noch nach Hause fahren. Ach, dann hat der Vergewaltiger dich dann auch noch nach Hause gefahren. Ja. Mhm. Und während der ganzen wie alt Zeit... Wie alt ist er eigentlich? Er ist 20. 20, mhm. Und während der ganzen Zeit hat er irgendwelche Sachen gesagt von wegen, ja, jetzt gehst du dich waschen und die ganze Zeit duschen und sowas. So halt diese ganzen Klischeesachen. Mhm. Ja, und als ich zu Hause ankam, habe ich erstmal geweint und jetzt geht es eigentlich darum, dass er ja eine Freundin hat. Mhm. Und nachts klingelt ständig das Telefon. Meine Eltern regen sich total auf und es ist immer seine Freundin oder er selber. Mhm. Ich krieg
in mein Gästebuch Einträge, ganz schlimme von ihr, von wegen, ich würde ihm hinterherrennen. Und das macht mich einfach total fertig. Er hat mich mit der Sache total unterdrückt. Warum ruft sie denn bei euch und auch somit auch bei deinen Eltern nachts an? Was will sie? Sie will einfach nur anklingeln, damit wir aufwachen. Ach so, damit meine ach so. Eltern sich aufregen. Weil er erzählt ihr, dass ich ihm hinterherrenne, dass ich unbedingt noch was von ihm will und was wirklich nicht stimmt. Er ist der, der mir hinterherrennt. Im Moment denn auch noch? Ja, im Moment auch noch. Was macht er denn? Also es gab diese Vergewaltigung im April, hast du gesagt, ne? Genau. Ja, und seitdem lässt er dich auch nicht in Ruhe. Er lässt mich nicht in Ruhe. Das heißt, er will weiter mit dir Kontakt und auch weiter mit dir Sex haben. Ja, auf jeden Fall. Er ruft an und sagt, ja, einfach ein normales Gespräch versucht er aufzubauen. Und ich sag, lass mich doch in Ruhe, du weißt doch, was du getan hast. Und er so, ach Quatsch, und dies und das und labert immer weiter. Also er nimmt das alles gar nicht so ernst. Er nimmt es auf gar keinen Fall ernst. Wie hast du es denn ihm so gegenüber gesagt? Ganz harsch und ganz klar, dass du keinen Bock mehr hast auf Kontakt? Und ja, dass ich es nicht will, weil halt so viel passiert ist. Ich habe es ihm ganz deutlich gesagt, ich habe es ihm mehrmals gesagt. Und er sagt, es ist ihm egal und er liebt seine Freundin nicht und er will unbedingt mich haben. Und er erzählt mir auch, er ist mit ihr auseinander und dann schreibt sie mir wieder, ich werde im Chat beschimpft und... Was sagen denn deine Eltern dazu? Die sind doch wahrscheinlich auch schon völlig genervt. Naja, die wissen von der Vergewaltigung gar nichts. Nein, aber die sind nur ja... Nur von den Telefonanrufen. Genau, ja. Was sagen die dazu? Ja, sie sagen halt, ja, Marco schon wieder der Wichser, so eine Art. Und mehr eigentlich nicht. Ja, so, nur ist ja eine... Wir wollen ja nicht leichtfertig mit dem Begriff Vergewaltigung umgehen. Ja. Ne? Das ist ja nun wirklich ein ganz schweres Delikt. Das ist jetzt passiert bei dir, wie du es sagst. Du sagst zumindest, dass es so passiert sein soll. Ja. Hast du denn dann darüber nachgedacht, ihn anzuzeigen? Ich habe mir überlegt, ihn anzuzeigen, aber ich habe es als ziemlich sinnlos empfunden, weil es war wirklich niemand da. Ja gut, das ist hat uns keiner gesehen. Bei einer Vergewaltigung ist selten jemand dabei, der das bezeugen kann. Ja, aber auch auf dem Weg hin oder zurück, also es gab überhaupt gar keine Zeugen. Auch das ist nicht unbedingt notwendig. Ich weiß, dass solche Verfahren sind immer kompliziert, aber dennoch sind sie notwendig, dass eine Frau eine Anzeige erstattet. Ja, ich habe aber nur Angst davor, dass er nicht dafür bestraft wird. Er kann sich doch irgendwelche Freunde holen, die ihm Alibi geben. Nur ich könnte es nicht. Du hast auch Angst wahrscheinlich vor all dem, was da auf dich zukommt. Auf jeden Fall, ja. Du hast dich auch nicht deinen Eltern anvertraut. Nein, ja. Die würden total aufpassen. Ja. Jetzt ist also die Frage, wie du ihn vom Hals kriegst, ne? Wie du ihn auf Distanz kriegst. Ja, das Problem ist, dass ich einfach nicht an ihn vorbeikomme, weil ich so einen Hass auf ihn habe. Und ich will, dass es ihm genauso schlecht geht wie mir. Ja. Was er mir angetan hat. Ich sitze hier zu Hause und ich weine mir die Augen aus und es geht mir einfach total schlecht. Ja. Also ich würde dir auf jeden Fall raten, Susanne, wenn du dich deinen Eltern nicht anvertraust, was ich ja vielleicht auch erstmal verstehen kann, dass man das nicht möchte, dass du auf jeden Fall zu einer Beratungsstelle gehst und in eine psychologische Beratung. Da sagt auch niemand was, das ist wie beim Arzt, da herrscht Schweigepflicht. Dass du erstmal mit einem Fachmann zusammen so ein bisschen deine Gefühle ordnest und vielleicht auch gemeinsam mit dem Fachmann dann überlegst, was zu tun ist, würde ich dir ganz dringend empfehlen. Wirklich. Okay. Weil du sagst, ich habe so einen Hass auf den und ich will, dass dem genauso schlecht geht wie mir. Weißt du, dann die Gefahr besteht ja, dass sich das jetzt immer noch wieder hochschaukelt und weiter hochschaukelt. Auf jeden Fall, das wird immer schlimmer. So, und du auch immer mehr leidest deshalb. Ja. Und es dir dann auch schlechter geht. Deswegen fände ich gut, wenn dann ein Fachmensch wäre, der dich so ein bisschen da auch leitet und der dir was an die Hand gibt. Ich würde gerne, dass du mit meinem Psychologen jetzt eine Weile redest und der kann dir dann auch noch die ein oder andere Adresse geben. Okay, okay, gut, dann legst du bitte auf und Peter ruft dich gleich an. Okay, danke schön. Alles Gute, tschüss. Ihr Lieben, morgen sind wir um 11:45 schon im WDR-Fernsehen. Das ist dann morgen auch unsere letzte Sendung vor der Sommerpause. Und ihr könnt morgen ab 11:15 schon anrufen. Wir haben morgen eine freie Themennacht. Und heute heißt unser Thema Sex hat mein Leben zerstört. Bin verbunden jetzt mit der Angela. Und Angela ist 22 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Angela. Erstmal möchte ich hier sagen, dass ich das ganz arg schade finde, dass ihr in Sommerpause geht. Ja, aber es sei uns doch auch mal gegönnt. Ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Aber wir kommen ja wieder. Angela, du hast nun auch angerufen zu diesem doch heftigen Thema, ne? Sex hat mein Leben zerstört. Ja. Warum?
Ja, ich bin im Alter von 7 Jahren vergewaltigt worden von einem wildfremden Mann. Mhm. Und das hängt mir halt heute immer noch nach, in der Beziehung, dass ich jetzt von meiner Frauenärztin eröffnet gekriegt habe, dass ich wahrscheinlich keine Kinder bekommen kann. Und da gibt es einen Zusammenhang? Ja. Ja. Ich nehme das auf jeden Fall mal stark an. Ja. Was ist da damals passiert? Mit 7 Jahren ist man wirklich nur ein Kind, ein kleines Kind. Ja. Was ist da genau geschehen damals? Ja, also ich habe damals mit meinen Freunden immer gerne in so einem, ja, so einem Art Gebüsch gespielt. War innen drin, also praktisch ein Ring. Und innen drin war Platz und da haben wir gerne gespielt. Und einen Tag kam halt dann eben dieser Mann. Und ich weiß nicht aus welchem Grund genau, aber ich, damals sind alle gerannt, nur ich nicht. Das war ein erwachsener Mann? Ja. Ja. Mhm. So zwischen 30 und 35 damals, mhm, so schätzungsweise. Mhm. Und ja, hat sich dann mit mir ein bisschen unterhalten und ja, eben auf die nette Tour und hat dann halt eben sein Verhalten geändert und hat sich dann eben über mich hergemacht. Mhm. Über das kleine Mädchen? Ja. Ja. Und hat dich vergewaltigt, das heißt, er ist in dich eingedrungen auch? Ja. 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 Du hast vermutlich schlimme Schmerzen gehabt? Ja, also in dem Moment war ich wirklich, also eigentlich nicht mehr wirklich bei mir. Ja. Hast du um Hilfe gerufen oder warst du so geschockt, dass du gar nichts machen konntest? Ich glaube, ich habe nicht geschrien. Mhm. Das kann ich denen so genau nicht mehr sagen. Ja. Weil das war einfach irgendwo eine viel zu große Schocksituation. Ja. So, dann vergehen Ewigkeiten, bis so etwas vorbei ist. Das kann man wahrscheinlich gar nicht im Nachhinein sagen, wie lange das gedauert hat. Ja. Was hast du dann getan? Nachdem der ist der dann direkt weggegangen? Oder was? Ja, hat noch ein paar Sätze mit mir gewechselt, dieses, was man auch oft hört, von wegen, ja, bleibt unser Geheimnis und darfst du keinem erzählen. Mhm. Und du kanntest diesen Mann auf keinen Fall, du hattest den nie irgendwo gesehen, nein. Mhm. Nee. So, und dann ist er gegangen. Ja. Und du, was hast du gemacht? Ja, ich bin noch eine Zeit lang da gewesen und bin dann auch noch eine Zeit lang da durch unser Wäldchen geirrt und bin dann aber auch irgendwann nach Hause gegangen. Und hast du es deiner Mutter erzählt, deinen Eltern? Nein, weil ich habe damals schon bei Pflegeeltern gewohnt und mit denen bin ich nicht gut klargekommen. Und das heißt, das kleine Mädchen hat das für sich behalten, das, was ja da Schlimmes passiert ist? Ja, ich habe das alles geschluckt. Mhm. Wie lange hast du es für dich behalten? Wann hast du es irgendjemandem mal erzählt? Ja, ich habe das also gute 10 Jahre für mich behalten. Und wer war der Erste, dem du es erzählt hast? Das war mein damaliger Freund. Mhm. Weil wir halt auch, wir waren länger zusammen und wollten eben auch intim werden. Und da hat sich bei mir natürlich diese Angst wieder gemeldet. Mhm. Ja, da sind wahrscheinlich die ganzen Assoziationen sind hochgekommen, ne? Ja, ja. Hast du denn, du bist jetzt, was habe ich gesagt, 22? Ja. Hast du überhaupt in deinem Leben mal Sexualität genießen können? Mittlerweile bin ich für mich selbst damit gut klargekommen und kann das jetzt auch gut unterscheiden. Mhm. Wenn jetzt Sex mit Liebe oder eben diese Geschichte von damals. Mhm. Mhm. Nur hat das eben auch lang gedauert. Ja. Hast du das mit Hilfe gemacht? Bist du hinterher irgendwann mal in einer Therapie gewesen oder hast du es alleine geschafft? Nee, ich hab das ganz für mich alleine, ja, hab ich das verdaut. Ja, und hast es deinem Freund erzählt? Das war wahrscheinlich auch hilfreich für dich, zum ersten Mal das ausgesprochen zu haben. Ja. Ja. Das war schon eigentlich eine große Erleichterung. Ja. Nun hat die Gynäkologin hat zu dir gesagt, dass du nicht gebärfähig bist. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Also das ist eine sehr geringe Chance, weil ich habe auch einen sehr verschobenen Zyklus. Das heißt, es kann sein, dass ich mal 6 Monate meine Tage gar nicht kriege und dann wieder. Und ja. Hast du der Gynäkologin von diesem Vorfall damals erzählt? Nein, mhm, habe ich noch nicht. Also das ist jetzt dann eine Mutmaßung von dir, dass es damit zusammenhängt. Ja, das ist schon eine Mutmaßung. Ja. Ist dir das unangenehm, ihr das zu erzählen? Ja, das ist einfach, weil ich bin erst vor kurzem umgezogen, war noch nicht so oft bei ihr. Mhm. Und von daher ist diese Vertrauensbasis irgendwo noch nicht so da, wie ich es gerne hätte. Ja. Wobei das sicher interessant wäre, so eine fachkundige Meinung zu hören, ob das möglich ist, dass es da einen Zusammenhang gibt. Ja. Mhm. Die Zeit von
von diesem Unglück, sage ich mal, nachdem das passiert war, da warst du 7 Jahre alt, bis zu dem Tag, als du das jemandem erzählt hast, deinem Freund. Da warst du, was hast du gerade gesagt, 16, 17, ne? Ja. Ja. War das nicht für dich eine sehr schlimme Zeit, wo du auch Angst hattest, spielen zu gehen, rauszugehen, wo du hinter jeder Ecke vielleicht ein Mann saß, der so etwas Böses mit dir machen würde wollen? Ja, also wenn ich von meiner jetzigen Zeit zurückgucke, ich war, also bevor dieses war, war ich eigentlich so das typische Mädchen mit Röckchen und Söckchen und Sandalen, und ich habe danach mein Verhalten also komplett geändert. Ich bin nur noch in Hosen draußen gewesen. Ich habe mich mehr wie ein Junge benommen. Ich habe auch mir die Haare schneiden lassen wie ein Junge. Und also ich habe das von daher wirklich komplett verdrängt und habe mich mehr wie ein Junge benommen als wie ein Mädchen. Ja. Aber es ist gut, dass du es einigermaßen hast in den Griff gekriegt, alleine in den Griff bekommen, was ungewöhnlich ist, aber sowas gelingt natürlich auch immer wieder. Und es wäre auch gut, glaube ich, wenn, du kannst es ja mal sehen, wie sich das in den nächsten Zeiten entwickelt, wenn so eine Vertrauensebene sich entwickeln könnte zu deiner Gynäkologin, dass du mit ihr auch mal drüber sprichst. Gut wäre es bestimmt, wenn die Vertrauensbasis da ist. Ja, die wird sich dann ja auch jetzt dann schaffen, hoffentlich. Hoffen wir das, ja. Angela, alles Gute von Herzen. Ja, danke. Auf Wiederhören. Jo. Jenny, 18 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo Jenny. Sex hat mein Leben zerstört, heißt unser Thema. Ich weiß nicht genau, ob das das Richtige ist, aber ich versuch's einfach mal. Ja. Du hast ja angerufen, erzähl mal, warum du angerufen hast. Ja, und zwar, mir geht's ziemlich schlecht. Mein eigentlicher bester Freund, mit dem ich ganz kurz zusammen war, aber ich empfinde halt mehr für ihn als nur die Freundschaft. Du empfindest mehr für ihn als die Freundschaft? Nee. Nicht mehr? Er ist nur mein Freund. Bitte? Er ist nur mein Freund. Er ist nur dein Freund, ja. Mhm. Genau. Er will das aber akzeptieren und hat heute Abend versucht, mit mir zu schlafen, obwohl ich das nicht will. Mhm. Er hat es aber nur versucht. Ja, war halt kurz davor. Er war schon fast irgendwie in mir drin, aber ich habe halt die Hand die ganze Zeit davor gehalten und habe dann angefangen zu schreien. Und dann hat er sich zurückgenommen? Ja, er war halt stinksauer danach, weil er hat die ganze Zeit nicht begriffen, dass ich das nicht will. Mhm. Er wollte es irgendwie nicht so ganz begreifen. Das ist quasi gerade erst passiert? Ja, es ist ein paar Stunden her. Ein paar Stunden her. Mhm. Das ist dein eigentlich bester Freund bisher gewesen? Ja, wir haben ein ziemlich Vertrauensverhältnis eigentlich gehabt. Mhm. Hast du ihn dann, ist das bei dir passiert, bei dir in deinem Zimmer? Ja, genau. Ja. Hast du ihn dann gleich rausgeschmissen oder was hast du gemacht? Ich habe eigentlich, wie er begriffen hat, dass er mich in Ruhe lassen soll, ist er aufgestanden, hat mich noch angeschrien, dass ich das mit Absicht machen würde und dass er nicht weiß, was er falsch gemacht hat. Mhm. Und ich habe eigentlich nur da gesessen und war geschockt. Ich habe eigentlich nur in die Luft geguckt. Mhm. Ich konnte also keine Antwort geben. Ja. Du kannst ganz klar sagen, du hast ihn nicht verleitet dazu. Nee, würde ich nicht sagen. Mhm, weil ich habe ihm von Anfang an gesagt, dass ich das nicht will. Mhm. Und er hat ziemlich Druck auf dich ausgeübt und du hast immer so ein bisschen mitgemacht und wolltest ihn wahrscheinlich auch nicht enttäuschen. Und so hat es sich dann entwickelt. Ja, er hat auch versucht, mich dazu zu verleiten, aber ich habe immer wieder ihn weggedrückt und habe ihm das signalisiert. Na gut, aber ihr wart ja schon mal nackt. Ihr habt ja schon mal da nackt gelegen. Dazu. Nein, er hat mich ausgezogen und dann sich. Ach so. Aber da hast du dich noch nicht gewehrt, ne, bei dem Ausziehen. Doch, habe ich schon. Auch schon. Mhm. Also Jenny, da musst du jetzt aber in den nächsten Tagen ganz, ganz klar mit dem nochmal reden. Und letztendlich auch, ich finde, das ist auch ein Grund, die Freundschaft aufzukündigen. Aha. Der hat ja alles kaputt gemacht jetzt. Wenn das wirklich eine gute Freundschaft wäre und ein Vertrauen, muss er dich ja respektieren in allem, was du sagst, in deinen Gefühlen. Mhm. Und er ist einfach über dich hingewalzt, weil er seinen Trieb und seine Geilheit ausleben wollte. Also dieser Typ wäre für mich an deiner Stelle, wäre der gestorben, aus dem Leben raus. Keine Verbindung mehr, keine Freundschaft, gar nichts mehr. Siehst du den, seid ihr zusammen in der Schule auch, oder? Nee, ich sehe ihn eigentlich, also er ruft jeden Tag an und ich sehe ihn eigentlich, wenn ich am Wochenende weggehe. Ach so, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er sich meldet, morgen, übermorgen. Und wenn er sich nicht meldet, dann meld du dich und sagst, das war's jetzt. Ich will mit dir keinen Kontakt mehr haben. Das war alles unter aller Sau, was du gemacht hast. So geht man nicht mit einer Freundin um, mit einem Menschen, den man achtet und ehrt.
Da hast du wirklich alles Recht der Welt zu sagen, Schluss aus. Da gibt es auch keine Entschuldigung, gar nichts gibt's da. Gar nichts kann man da erklärend sagen. Okay. Danny, aber du bist ja auch noch ein bisschen durch den Wind, merke ich, ne? Das heißt, wir wollen uns auch noch mal gleich bei dir melden. Wir rufen dich gleich noch mal an, okay? Okay, tschüss. Tschüss. In der Technik Gundel Blendin. Morgen sind wir um 11:45 im WDR Fernsehen. Eine Stunde vorher könnt ihr anrufen. Bis dahin. Ciao.